für diese jetzige Pfaff das erste Konzept eingestellt. Wir wollten von der Nachwuchs ansprechen, dass sich der Nachwuchs, die Abschlussklassen der Schulen und die Berufsschulen, auch die Studierenden informieren können über die Branche. Und wir haben ein komplett neues Konzept aufgestellt für die Schüler, sodass sich der Lehrer gesammelt bei uns melden kann, seine Schüler anmelden kann und ihr ein geballtes Paket an Eintrittskarten bekommt, sodass er zusammen mit seinen Schülern die Messe anschauen kann, im Vorfeld das Thema besprechen kann und somit eine gezieltere Information für den Berufssuchenden hier gegeben wird und nicht so ein Wildwuchs passiert, dass er jetzt einfach über die Messe läuft, sondern uns war wichtig, es in Kombination mit der Schule, mit dem Lehrer zu machen, um hier die gezielte Information an den Schüler weiterzubringen und das Maler, wie auch das Stuckateurhandwerk, einfach gut zu positionieren. An jedem Tag im Vergleich zu unserer Münchner Veranstaltung von vor 3 Jahren immer ein Plus an Besuchern gehabt über den Einlassbereich. Haben hier auch in München ein neues Konzept, ein neues Konzept, das wir auch in München schon gefahren haben, umgesetzt in Kombination mit den Ausstellern, dass wir eine gemischte Aufplanung den Besuchern präsentieren, sodass wir in den Hallen sowohl für Maler wie auch Stuckateure alle Hallenbereiche interessant gestalten wollen und so eine Erlebniswelt schaffen wollen für den Besucher, dass jeder Bereich der Messe für ihn interessant sein kann und seine Reize hat.